Der Zirkus Phantasia machte nach dreijähriger Pause wieder Station in der Grundschule Thomas Münzer in der Lutherstadt Eisleben. Angerückt mit einem echten Zirkuszelt und entsprechender Ausstattung begleiteten die Mitarbeiter der Zirkus Phantasia GmbH unter pädagogischen Aspekten die Schülerinnen und Schüler über eine Woche hinweg beim Einstudieren von Darbietungen. Dabei durfte sich jedes Kind für eine Attraktion entscheiden. In der Vorbereitungszeit des Zirkusprojektes erwarben die Kids so persönlichkeitsfördernde Kompetenzen. Am 18. Oktober begrüßte Lars Wassertal, der Geschäftsführer der Zirkus Phantasia GmbH, alle Anwesenden. Wir vom Zirkus Phantasia, wir kommen immer mit so einer kleinen Grundmoral an jede Schule oder auch Kindergärten, mit denen wir zusammenarbeiten. So eine kleine Idee, die wir zu hinterlassen versuchen. Diese Idee heißt: Es geht nur gemeinsam, es geht nur im Team, nur wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das nach Möglichkeit auch in die gleiche Richtung, nur dann kann dieses Projekt Wirklichkeit werden und nur dann kann das Projekt auch wirklich gut werden. Und ich sage das mal so, eure Kinder, so wie sie jetzt zum Teil hier schon sitzen und ganz aufgeregt sind vor ihrer großen Premiere hier für euch, eure Kinder haben unsere Grundidee so gut umgesetzt, dass wenn es mehr Menschen in Deutschland gäbe, die so denken würden wie eure Kinder, dann hätte dieses Land deutlich weniger Sorgen und Probleme. Das mal sehen. Das verborgene Portal nach Phantastasien. Das habe ich geschrieben, als ich ein Kind war. Aus den Chroniken von Anastasia aus Phantastasien. Stimmt, so habe ich mich damals genannt. Anastasia, herzlich willkommen zurück in Phantastasien. Lange nicht gesehen, erinnerst du dich nicht an mich? Als du klein warst, entdeckten wir gemeinsam auch den letzten Winkel von Phantastasien. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich. Wie so viele Erwachsene hast doch du vergessen, wie man träumt. Du hast deine Fantasie vergessen. Aber Anastasia, ich weiß, dass deine Fantasie noch irgendwo in dir steckt. Und ich kenne den Weg dorthin. Hier, nimm meine Hand. Gemeinsam machen wir bei uns jetzt auf die Suche nach deiner Fantasie.